meinen ersten Videos habe ich euch jetzt ja die Auslaufprodukte in den einzelnen Katalogen gezeigt. Jetzt würde ich euch auch gerne die Erneuerungen zeigen. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, dass Stampin' Up! Die Farben aufgeräumt hat. Es soll alles ein bisschen moderner, ja, zeitgemäßer werden. Die Stempelkissen wurden überarbeitet. Unsere Stempelsets sind super, aber es gibt ja immer ein bisschen was zu verbessern und man soll dann ja auch nicht stehen bleiben, sondern soll auch daran arbeiten, das Produkt immer weiter zu verbessern. Ja, wie gesagt, die zeige ich euch, wenn ich sie habe. Was ist jetzt neu? Also, hier seht ihr die Farben, die Stampin' Up, ich hole euch mal näher ran, aus dem Sortiment nimmt. Das sind ja zum einen, das war ja bekannt, die 5 in Color Farben, Jeansblau, Smaragdgrün, Flamingo Rot, Pfirsich pur und zarte Pflaume. Das war klar, dass die uns verlassen. Dafür kommen jetzt neue Farben. Also falls ihr diese Stempelkissen habt, kauft euch noch Auffüller oder Farbkarton, damit ihr da noch eine Zeit lang Freude dran habt. Ebenfalls raus geht Schokobraun. Also ich mache total viel mit Schokobraun. Keine Ahnung, warum die jetzt ersetzt wird. Geht raus. Bei den Signalfarben verschwindet Mandarin, Orange und Türkis. Bei den Prachtfarben geht Grünbraun, Aubergine, Petrol, meine Lieblingsfarbe, Pflaumenblau und Rosenrot. Also es sind wirklich meine beiden Lieblingsfarben dabei, die verschwinden. Wenn jetzt noch Savanne verschwindet, verstehe ich die Welt nicht mehr. Jedenfalls diese Farben gehen, das war uns klar. Es kommen neue In-Colors. Und zwar bin ich auf die richtig gespannt. Und zwar heißen die Kussrot, Grapefrucht, Ananas, Kleeblatt und Blaubeere. Vor allem auf diese beiden bin ich richtig gespannt. Also Grapefrucht und Kussrot. Und das Ananas ist auch so ein richtig knalliges Gelb. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf dem Video so sehen kann. Also richtig schön knallige Farben. Wir bekommen 10 neue Stammfarben. Das ist Merlot-Rot, Granit bei den Neutralfarben. Bei den Signalfarben kommt Mango-Gelb, grüner Apfel und Amethyst dazu. Bei den Pastellfarben Blütenrosa, Lindgrün, das sieht richtig toll aus, Babyblau und Heideblüte. Und bei den Prachtfarben kommt Tannengrün. Dann, was ich ganz toll finde, weil dann sieht man auch mal wieder, wie stark Stampin' Up! Mit seinen Kunden und Demonstratoren zusammenarbeitet. Es kommen 6 Farben, die wohl ganz oft von Kunden und Demonstratoren nachgefragt wurden. Die waren schon, das sind wiederkehrende In-Color-Farben, nämlich als Neutralfarbe Waldmoos, Blutorange, Flamingo-Rot. Wer aufgepasst hat, Flamingo-Rot ist eine In-Color-Farbe, die eigentlich gehen würde. Jade. Und Minzmakrone, ich selbst habe sie nicht, aber ich weiß, dass da ein Freudenaufschrei durch die Stemplerwelt gegangen ist, ebenso mit Brombeermus. Also ich habe sie beide nicht, die Stempelset, das war vor meiner Zeit. Ja, also es ist schon einiges an Veränderungen. Hier habe ich jetzt nochmal eine Zusammenfassung des Ganzen. Ich muss weiter weg, nicht näher ran. Ja, und also es ist schon toll. Wie gesagt, die neuen In-Color-Farben, Kussrot, Grapefruit, Ananas, Kleegrün und Blaubeere. Die aktuellen In-Color-Farben, die kennen wir ja, Puderrosa, Limette, Meeresgrün, Sommerbeere und Feige. Die Basisfarben wurden neu aufgestellt. Das sind jetzt Flüsterweiß, Vanille pur und Schwarz. Also Vanille wurde dazu den Basisfarben dazu genommen.
Bei den Neutralfarben ist Merlot Rot und Waldbeere zurückgekommen. Also Merlot ist eine neue Farbe und Waldmoos ist eine zurückgekehrte Farbe. Bei den Signalfarben ist als Wiederkehrer Blutorange drin. Und neu sind, und Flamingo Rot ist auch noch ein Wiederkehrer, Blutrot und Flamingo Rot. Und Neueinsteigers Mangogelb, grüner Apfel und Jade. Bei den Pastellfarben ist richtig viel passiert, wie ich finde. Das sind Blütenrosa, Lindgrün, Minzmakrone, Babyblau und Heideblüte. Und die Prachtfarben wurden ergänzt, also Tannengrün ist neu dazugekommen und Brombeermoos. Also die Prachtfarben, finde ich, sehen jetzt richtig toll aus, ebenso die Pastellfarben. Ich bin eigentlich nicht so der Pastellfarbentyp, aber diese Palette spricht mich richtig an. Ja, jetzt hoffe ich, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben, was euch erwartet. Ihr müsst jetzt, also nur weil neue Stempelkissen kommen, müsst ihr jetzt natürlich nicht eure Stempelkissen wegschmeißen. Die könnt ihr weiterhin verwenden. Ihr könnt auch weiterhin die Nachfüller benutzen. Ja, okay. Ich hoffe, ihr freut euch über meine Aufklärung zu den Farberneuerungen bei Stampin' Up. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit einem Bastelvideo. Tschüss!